Nicht nur den Holshot Colt, das erste Rennen gewonnen, den ersten Holshot Colt, den zweiten Holshot Colt und das zweite Rennen gewonnen. Also, du bist ja sowieso ein Phänomen. Ja, danke, danke. Ja, heute super Bedienung. Da haben wir, ist eh eine von meinen Lieblingsstrecken. Ne? Ja, heute ist richtig gelaufen für dich. Ja, ist heute super gelaufen. Ja. Ein perfekter Start, der Holshot. Hier 20 Euro und die Medaille. Vielen Dank, vielen Dank. Hat halt super funktioniert. Die erste Runde geführt. Aber im Erkämpfer, die letzte Woche war einfach krank. Das Speed hat gereicht. Aber Krankheit, ich kann kaum Luft. Aber wir haben es probiert. Alles gut. Der Bimbo holt sich jetzt gerade für einen Holshot. Bimbo, ein toller Start. Wir haben es beobachtet von hier herunten. Was war dann beim Lauf? Die Jüngeren sind vor mir. Die Jüngeren sind vor ihm. Ja, aber da wird er sich im zweiten Finale dann anstrengen, damit er vorne ist. In Holstadt wird er sich auf alle Fälle das zweite Mal auch holen. Dass ich wieder kriege, ja. Und dann unter den ersten drei ist immer gut. Ja, war schwierig, der erste Lauf. Ich habe auch einen schlechten Start gehabt, aber bin dann ziemlich gut vorkommen noch auf Platz 4. Ja, ganz zufrieden bin ich nicht, aber mal sehen, was jetzt geht. Ja, kann natürlich nicht besser laufen mit dem Holshot und dann Start-Ziel-Sieg. Am besten wäre es natürlich, wenn wir es im zweiten Lauf genauso wieder machen. Ich werde natürlich wieder mein Bestes geben und hoffentlich ändert sich wieder wie im ersten Lauf. Ja, Marc, angespannt schon. Alles noch gut. Konzentrationsphase ist da, aber nervös sind wir nicht. Ist Manuel konzentriert? Mehr oder weniger. Ein bisschen nervös? Ja, geht, geht. Den Holshot Colt und 20 Euro abgeholt. Das ist auch ein gutes Ende für das Ende. Sehr gut, besser kann es nicht gehen. Super Wochenende, super Piste, super organisiert. Danke für euch. Für die Veranstaltung. Ja, Mick, heißer Motorsport jetzt. Ja, richtig abkühlig ist es nicht, aber ein bisschen Sonne vermieden ist gut jetzt vor dem Rennen. Und ja, jetzt geht es nochmal 20 Minuten Vollgas und schauen, was wir anbringen. Ja. Ja, perfektes Rennen für die B1, den Sieg jetzt in der B2-Klasse. Wie ist es gelaufen für dich? Ja, der Start ist zuerst. Bin ich wohl heute vorne gesehen. Dann ist mir aber das Motorrad abgeschoben. Und bis ich da wieder weggekommen bin ich leider letzt gesehen. Und ja, irgendwie habe ich einen guten Flow drin gehabt und bin bis Zürich gefahren. Manuel Geiger, B6, jetzt bei den MX Open. Bist du zufrieden mit dem Platzierung? Ja, Anfang Rennen war ziemlich gut, guter Start her. Und dann so Mitte Rennen kurzes Konditionsproblem, sage ich mal. Kurz schlecht war ein bisschen, dann zurückfahren müssen und der Team immer hinter mir gehabt. Aber eigentlich gut heben können und dann am Schluss angefangen, zwei, drei blöde Fehler machen und dann ist einmal durch, ne? Und haben alles probiert, aber ist die Zeit ausgegangen leider. Jetzt bei den MX Open, wie ist dir gelaufen? Ja, also ein richtig geiler Start, Kit, war Dritter am Start, wir waren eigentlich zu dritt nebeneinander, also Start war tipptopp. Danach habe ich mit dem Speed ein bisschen mitgehen können, die ersten paar Runden. Und dann habe ich gegenüber den ADAC-Fahrern natürlich ein bisschen zurückstecken müssen. Und habe dann im Rennverlauf eigentlich ein super Speed gehabt und bin super zurechtgekommen mit der Strecke. Die Strecke war richtig geil. Und ja, war ein geiles Rennen. Sehr Kimi, wie ist dir gelaufen? Wie warst du zufrieden? Zufrieden bin ich nicht mit dem Ganzen. Ich hatte in der ersten Runde recht Mühe, mit dem Speed mitzugehen, weil ich ein bisschen Angst hatte vor den nassen Stellen. Oder zu viel Respekt, aber ich konnte dann ein bisschen in einen Flow hineinkommen und habe mein Rennen gefahren und dann am Schluss noch 13. geworden. Ist okay, aber im Zeitlauf will ich mehr. Dampf gemacht auf den Elias, was ist dann passiert? Ja, leider am Anfang super aus dem Gatter gekommen, dann 54er ziehen ein bisschen mehr. Super können Druck aufbauen und dann leider falsche Linie genommen zu Boden. Noch weiter und nochmals zu Boden. Und dann habe ich noch probiert, auf den Mike zuzufahren, aber hat nicht mehr gelangt. Das Amerikan-Finale, bist du dabei? Ja, sicher doch, ich freue mich riesig. Den Holshot, Start-Ziel-Sieg, anstrengendes Rennen. Ja, war auf jeden Fall anstrengend, war halt kurze Zeit, aber sehr intensiv. Ich habe es mir aber relativ leicht gemacht mit dem Holshot gleich am Anfang. Und dann konnte ich ein bisschen das Rennen kontrollieren und hatte es von dem her relativ entspannt. Ja, am Anfang hat der Leon ein bisschen gedrückt, aber da hat er gesehen, hat man ein bisschen nachgelassen nach der Gelbphase drüben. Ja genau, habe ich gemerkt, am Anfang war ordentlich Druck da. Da habe ich dann auch ein bisschen am Anfang ordentlich gepusht. Dann, wo ich gemerkt habe, dass der Abstand ein bisschen größer geworden ist, konnte ich dann auch ein bisschen das Gas rausnehmen, Energie für nachher sparen und dann, ja,
hoffentlich nochmal so machen. Ja, Mike, wie ist es gelaufen? Es ist bewunderlich ziemlich gut gewesen. Ich habe von Anfang bis Schluss eigentlich gut können durchziehen. Am Schluss habe ich die Pace ein bisschen rausgenommen, weil ich habe gesehen, der erste ist halt zu weit vorne und mit den überrundeten, mit den ein bisschen langsameren Fahrern ist es noch recht gefährlich und das Risiko ist hoch, zum verletzt werden wieder so. Und ja, haben es leider schwer gemacht mit dem Start. Ich hatte einen ziemlich schlechten Start gehabt, aber ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz. Ja, und da haben wir den coolsten Teilnehmer hier in Möckers, den Us. Us, wie ist er denn gelaufen jetzt beim Training? Du bist ja ganz locker. Ja, ist ein bisschen streng gewesen. Also ich hatte zuerst das Gefühl, das Zeittraining sei am Anfang. Da war es ein freies Training gewesen. Dann habe ich halt dort schon ziemlich auspowert. Und nachher war im Zeittraining nicht mehr viel da gewesen, oder? Nicht mehr viel Power da gewesen. Nicht mehr viel Power da gewesen, da hat es ein bisschen gefehlt, ja. Aber die Strecke ist top und ja, meine Haltung nicht so. Aber du machst es auch Spass? Ja, genau, ich mache das Spass. Reine Spassveranstaltung für mich, ja. MotoTV 22, Möckers, ein wunderschöner Tag heute. Und es gibt hier zwei Rennen mit einem amerikanischen Finale. Und wir stehen jetzt beim Bohlmann. Elias Schappel, ein tolles Training heute von dir mit 4/10 Vorsprung. Ja, echt super Training. Ich habe mich schon im freien Training sehr wohl gefühlt mit der Strecke. Die hat mir schon immer gefallen, immer wenn ich hier bin. Viele Sprünge und tolle Strecke. Habe mich direkt wohl gefühlt und ja, das hat man jetzt auch im Zeittraining gesehen. Konnte mir die Pole Position holen und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Rennen. Aber gerade die Hartbodenstrecken, die liegen mir eigentlich alle ganz gut. Da komme ich auch öfters in die Top 20 rein. Von dem her bin ich ganz zufrieden und jetzt schauen wir mal hier. Starke Konkurrenz, wie gesagt, Mike Werder und so weiter, sind echt starke Fahrer. Natürlich Ziel zu gewinnen, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Das amerikanische Finale, kennst du das? Ja, ich kenne das von den Gross Finals von früher, da bin ich das auch schon öfters mitgefahren. Da habe ich auch sehr Lust drauf, macht Spaß, eine Runde mal alles zu geben, mit so K.O.-Charakter, dass die Letzten rausfliegen, da freue ich mich richtig drauf, ja. Wir sind nicht im Misano Mugello oder am Sachsenring, nein, wir sind beim Motocross in Möckers und haben den Marcel Schrötter bei uns hier, der sich auf eine Motocross-Maschine sitzt und heute das Training mitgefahren ist und die Rennen. Marcel, seit wann machst du das? Ja, ich versuche eigentlich seit längerer Zeit ab und an mal ein Rennen mitzufahren. Meistens eher bei unserem Heimverein in Reichling. Ich wohne nur 3 Kilometer daneben. Und da, wenn immer Rennen war, eigentlich schon immer die letzten Jahre und ich war zu Hause, dann habe ich natürlich versucht mitzufahren. Viele Jahre hat sich leider auch meine Rennen überschnitten. Deswegen ja, kamen auch viele Jahre dazwischen, wo dann kein Rennen war. Und jetzt, gerade dieses Jahr, durch den Wechsel meiner Meisterschaft, habe ich ein bisschen mehr Zeit zwischendurch und versuche dann mal so ein paar lokale Rennen einfach mitzufahren. Und für mich ist Motocross ein einfacher Bestandteil vom Training und auch einfach ein Hobby, was ich sehr, sehr gern mache. Und ich glaube, besser wie Rennen kann man nicht trainieren, auch wenn es natürlich für mich ein bisschen heikel ist. Es sollte natürlich nichts passieren und deswegen ist auch wichtig, immer sitzen bleiben und Spaß haben. Wird langsam eingeläutet für die ersten Rennen heute hier und der Valentin Käs sehr schnell B4 heute beim ersten Training. Ja, ich bin Valentin Käs, bin 18 Jahre alt, komme aus Schramm-Niederhofen, fast im Allgäu, Oberbayern noch. Ich bin hier, weil ich das als Training mitnehme. Möckers ist ein absolutes Highlight von der Strecke her. Die Kulisse ist hier einfach geil. Die geben sich sehr viel Mühe mit der Strecke. Gutes Training für nächste Woche. Da ist ADAC MX Masters in Holzgerlingen, Youngster Cup. Dieses Jahr war schon ziemlich durchwachsen. Ich hatte schon einen großen Sturz, habe mir die Hüfte und die Schulter gebrochen. Jetzt bin ich wieder langsam im Renntempo drin und mal schauen, was alles passiert heute. Ja, Valentin, was hast du denn vorgenommen? B4 jetzt da im Qualifying. Wie hast du deine Konkurrenten im Auge? Also es sind ziemlich viele starke Fahrer da, sag ich mal. Die ersten 5, 6, 7 sind ziemlich stark. Auf jeden Fall sitzen bleiben, sicher ins Ziel fahren und konstante Runden fahren und bis zum Ende alles das Tempo durchziehen. Das amerikanische Finale, bist du schon öfter gefahren? Nee, bin ich bis jetzt so noch nie gefahren. Es wird auf jeden Fall spannend, es gibt viel Preisgeld und ich werde auf jeden Fall alles geben. Und wir haben einen WM-Teilnehmer hier mit dabei, den Mike Werder. Mike, heute das erste Training. Du hast erst eine schwere Verletzung gehabt beim letzten Rennen. Wie geht's da? Ja, vor etwa einem Monat hatte ich eine kleine Kopfverletzung. Also es war eine ziemlich heftige Hirnerschütterung.
Wir haben jetzt noch ein bisschen damit zu kämpfen, aber ich habe es okay vom Arzt bekommen, um zu probieren, zu trainieren und bisschen, ja, das Rennen fahren als Training. Weil nächste Woche habe ich dann mein nächstes ADAC-Rennen in Holzgerlingen. Und dort bin ich im Moment auf dem dritten Meisterschaftsplatz. Und deswegen probiere ich da zu kämpfen, dass ich den Platz noch halten kann. Ja, die MX Open, ein richtig großes Feld. Fabian Schneider, wie ist es dir gelaufen? Ja, das Training war nicht so meins. Denn das Zeittraining ist so halbwegs gelaufen. Ich bin ein bisschen verkühlt, aber sonst ist es cool, die Strecke ist top. Der Tag sturzfrei umbringen und gut ist. Matthias Fuchs, wie ist der gelaufen? Ja, das Zeittraining ist eigentlich ziemlich cool gelaufen. Ein kleiner Sturz habe ich drin gehabt, aber das hat schon gepasst. Also insgesamt Platz 18 ist okay für das, dass ich nicht so viel am Motorrad hocke eigentlich. Passt es ziemlich gut. Daniel, Möckers, deine Heimstrecke fast? Ja, nein, ich trainiere eigentlich nur beim MCC Dornbirn, aber gelegentlich fahre ich da die Rennen auch mit. Wie liegt dir die Strecke? Ja, ich finde die Strecke ist ziemlich gut, aber anspruchsvoll. Das ist meine erste Rennsaison. Aber ja, man holt das Beste raus und schaut, was man noch machen kann. Ja, super, vielen Dank und abgerechnet wird am Schluss. Das erste freie Training. Julian Bayer, wie ist es gelaufen? Ja, ich bin durchaus zufrieden. Es ist jetzt mein drittes Rennen auf All-Time und ich würde mal sagen, komme mit der Bedienung auch gut klar. Mit dem neuen Motorrad natürlich auch und ja, ich bin durchaus zufrieden. Fahrst KTM? Ich fahre KTM und will immer KTM fahren. Wie liegt er denn, Möckers? Ja, ich sage mal, Streckenbedingungen sind heute tipptopp. Ich denke mal, dass es noch ein bisschen minder wird mit dem ersten und zweiten Rennlauf. Aber ich denke, super Werte haben wir, also alles vom Feinsten. Tollen Sponsor hast du auch, Akku Mäser. Recht herzlich bedanke ich mich noch beim Norbert Mäser für das Sponsoring. Ronny Hinterecker, du bist jetzt heute hier in Möckers mit dabei. Und wie ist der gelaufen jetzt im ersten Training? Ja, im Zeittraining ist gut gelaufen, eigentlich gut gefahren. Ein paar Sachen, die man noch besser machen können, speziell die Wellensektion oben. Müsste ich noch ein bisschen besser fahren. Aber es ist noch Luft nach oben fürs Rennen und dann schauen wir, dass wir da auch gleich Führer fahren können. Wie ist der gelaufen jetzt im Zeittraining von der Platzierung? Ja, jetzt bin ich 14 oder 15 gesamt von beiden Gruppen. Das ist eine gute Startposition, um in Top 10 zum Führer fahren. Ein sensationelles Rennen habt ihr geliefert jetzt, diese 20 Minuten plus 2 Runden. War richtig hart. Ja, war richtig hart. Mit der Hitze sowieso ist es immer relativ schwer. Aber ich habe einen guten Flow gefunden am Anfang. Ich konnte meinen Rhythmus fahren und bis zum Ende durfte ich. Ja, war ein gewaltiges Rennen von euch zwei. Man hat gesehen, der Ryanair hat immer gedrückt von hinten und dann bei den Überholmanövern, da ist er wieder zurückgefallen. Ja, ich habe es gemerkt, er ist zeitweise immer näher gekommen, bin ich ganz schön nervös geworden. Ich habe einfach versucht, ruhig zu bleiben und meinen Rhythmus zu fahren und ins Ziel zu fahren. Hat gut funktioniert. Ja, gratuliere. Simon, wie war das Training? Es lief mega gut. Strecke war super präpariert. Am Einstellen noch mega rutschig, wo du hast aufpassen müssen. Aber bin super zurechtgekommen und hat echt Spaß gemacht. Ja, welche Sensation. Der Oliver Hinkelmann, die gleiche Zeit auf 0-0. Das hat es jetzt auch noch nie gegeben. Oliver, ein geiles Training. Ihr seid ja Freunde und seid im gleichen Club und trainiert zusammen. Ja, ich bin zwar nicht in Möckers im Club, aber wir kommen aus der gleichen Region und trainieren oft zusammen, sind gute Freunde und ja, haben Spaß zum Rennen zu fahren. Und wenn man es auf 0-0 hinbekommt, ist es noch besser, ja. Und wie ist dir gelaufen? Ja, fürs erste Mal ganz super. Ich bin das erste Mal da in Möckers, aber Strecke funktioniert recht gut. Top Bedingungen heute, aber unfallfrei bleiben lautet das Motto und alles andere ist ein Gewinn für mich. Also ich bin natürlich kein Top-Fahrer. Die Sprünge, die liegen mir ganz gut. Das ist auch das, was ich am allerliebsten mache. Von der Zeiten her, natürlich die Zeiten sprechen für sich, aber ich fühle mich wohl im hinteren Feld und solange die Sprünge super funktionieren, ist der Rest alles in Ordnung. Schon toll, mit solchen Kapuzunder mitzufahren. Ja, natürlich. Das ist ganz imposant, den Top-Fahrer zum Zuschauer, den ein bisschen die Technik zum Abschauer, schau, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich, da kann man sich gerne eine Schiebe davor abschneiden und was dazu lernen. Ja, mir ist ganz gut gelaufen. Die Strecke davon noch nicht kennt. Beim allerersten Training habe ich mir gedacht, uiuiui, ein bisschen nass. Aber jetzt beim zweiten Lauf hat es mir richtig Spaß gemacht. Und wo hast du dich platziert? Boah, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber eher in der hinteren Reihe, glaube ich. Hast du erst angefangen mit dem Sport oder machst du den schon länger? Ich seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt dran und das ist jetzt mein drittes Rennen, wo ich dran bin. Ja, der MSC Möckers hat es wieder zustande gebracht nach diesen Unwettern, die was in der letzten Zeit gewesen sind, tiefer Boden. Aber wie ist er gelaufen jetzt im Training? Ja, es ist relativ schwierig, tief Rillen und ja, aber richtig geiler Boden, Grip ohne Ende.
Ein Lob an Möckers Club, massiv, richtig gut. Wie hast du dich geschlagen jetzt beim Zeittraining? Ja, ich denke der 5. Platz, aber ja, zur Spitze fällt relativ viel und das Beste daraus machen, ein guter Start, dann schauen wir. Also, wie ist dir gelaufen? Bestens. Die Verhältnisse sind nicht leicht, relativ verschlagen die ganze Strecke, aber es ist tiptop gegangen. Ja, wir sind irgendwo im Mittelfeld, da sind wir schwer zufrieden damit. Und der MCC Möckers hat da eine Top-Strecke geschaffen, trotzdem viele Regen die letzte Zeit. Alles bestens, ja. Ja, das einzige elektroangetriebene Fahrzeug hier am Start. Aber Martin, man sieht, du bist auch sehr, sehr schnell mit dem. Du, es ist genau wie ein normales Motorrad zum Fahren. Hat Leistung ohne Ende, handlich und macht mega Spaß, ja. Und das mit der Batterie, das geht sich aus? Wird immer knapp, aber es geht. Aber vorher geht es dem Fahrer raus. Das ist das Problem. Ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft im zweiten Rennen. Was hast du da vorgenommen? Ja, wieder so wie vor. Ein bisschen besser vielleicht am Start und dann haut es hin. 4., 5. Platz. Ist okay für mich. Ja, Marco. Nicht nur hier als Obmann, Stellvertreter, Rennleiter und viele Funktionen auch hier als Rennfahrer. Und du genießt natürlich deine eigene Hausstrecke. So ist es. Wenn man zweimal in der Woche da auf der Strecke trainiert, dann ist es natürlich ganz klar die Heimstrecke und da hat man ein bisschen einen Heimvorteil. Und ja, man muss aber ja trotzdem immer das Beste geben, weil Konkurrenz schläft auch nicht. Ja, Fitz, wie läuft es bei dir? Alles bestens. Akkus sind schon halb leer, aber wird schon gehen. Wird gehen. Und bei dir? Alles gut. Ja, Akkus sind auch halb voll oder halb leer, aber jetzt probieren wir den Fitz noch zum Einholen, der Lauf. Und voll motiviert, mal ein Lächeln im Gesicht. Ja, natürlich. Man macht es, wie man es braucht, oder? Jetzt hat man sich den Kollegen zeigen, wo es lang geht, oder? Ja, das sind wir. Was hast du vorgenommen jetzt? Ja, der zweite Lauf, gleich fahren wie der erste, dann sind wir zufrieden. Zufrieden. Und bei dir? Ja, bei mir, guter Start und dann schauen wir, wo rauskommt. Und du bist immer wieder dabei? Nie müde? Ja, mittlerweile bin ich schon richtig müde, aber der Lauf bringt mir noch gut um. Jetzt voll konzentriert für den zweiten Lauf. Voll konzentriert, ready for racing. Wetter top, Strecke hoffentlich auch noch top. Nicht ganz so ausgefahren. Ich habe gesehen, die haben heute Mittag noch ein bisschen was an der Strecke gemacht. Also jetzt müssen wir beste Bedingungen haben. Da könnte es für den Tagessieg klappen heute. Das ist natürlich der Plan. Ein bisschen besserer Start und dann gleich nach der ersten Kurve auf 1 und dann mein Rennen fahren. Und dann hoffen wir, dass es bis zum Ende reicht. Ich wünsche mir alles Gute. Dankeschön. Ja, wie gesagt, nochmal guter Start machen. Das letzte Rennen ohne Verletzung herbringen, ohne Stürz. Das Wichtigste. Muss man wieder schaffen. Und ja, gutes Ergebnis wäre natürlich gut, aber mal schauen, was kommt. Was war heuer so bei dir auf dem Programm? Heuer bin ich die FMS, die Schweizer Meisterschaft, gefahren. Also nicht alle Rennen, weil ich bin das erste Jahr auf der Grossen. Und ja, lauf gut eigentlich. Und sonst halt. Es sind nicht viele Renner bei uns umeinander, leider. Und hoffen wir, es kommt wieder was anderes ein bisschen. Lionel, mit der 125er etwas unterlegen, aber man hat gesehen, also der Kampf war da und jetzt im zweiten Lauf. Was gibt es jetzt für dich? Was kannst du denen Parole bieten? Ja, der erste Lauf ist super gewesen. Zweit versuche ich aber den Klimet. Start bestmöglich machen, dann so schnell wie möglich Führung fahren. Spass mit den Kollegen kämpfen und hoffentlich das mal noch ein Platz besser zu sein. Was sagst du zur Veranstaltung? Ja, ist schon unglaublich. Möckers sowieso, Piste ist Hammer. Macht echt nur Spass zum dort zum Fahren. Und ja, muss man jede Sekunde genießen. Ja, vielleicht sehen wir dir nächstes Jahr das ein oder andere Mal. Wäre schön. Marc Heidegger, hier der Holschott. Nicht nur, dass du die Strecke hier bestens wartest, die Organisation mitbetreust und dann Pilot bist du auch noch. Also, man muss sagen, Kondition ohne Ende. Danke euch, ja. Das ganze Wochenende jetzt viel Arbeit gehabt, viele Läufe gefahren, amerikanisches Finale gefahren, die Deck davor schon am Aufbau immer da gewesen. Jetzt ist einfach im letzten Lauf ist jetzt der Saft ein bisschen ausgegangen, aber hat fast bis zum Schluss gereicht. Diana Bohle. Richtig schnelle Bedingungen. Ja, also es ist schon als Zuschauer ist es richtig cool zum Zuschauer und die Battles, was sie haben, also es ist richtig cool für Zuschauer. Und ich denke für die Fahrer ist es ziemlich gute Strecke, perfekt gemacht. Ja, für euch Mädels war es auch perfekt. Und jetzt im zweiten Lauf, was hast du da vorgenommen? Ja, also, ja, wie ich schon gesagt habe, die Strecke ist perfekt. Richtig cool zum Fahren und gleich das Ziel im zweiten Lauf zum Gewinnen. Und hoffen wir, dass es aufgeht. Marco,
Hole Shot. Erster Sieg, erster Lauf. Zweiter Sieg, zweiter Lauf. Hole Shot, zweiter Lauf. Gesamtsieg des heutigen Tages. Was will man mehr? Perfekter Tag, würde ich sagen. Ja, auch jetzt im zweiten Lauf sehr gut aus dem Start rauskommen. Konnte schnell die Führung übernehmen und bin mein Rennen gefahren. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Hinterbremse gehabt, bin am Anfang ein bisschen zu viel drauf gestanden. Ich stand vermutlich ein bisschen heiß worden. Habe dann versucht, einfach den Abstand gleich zu halten und konnte am Ende noch mal ein bisschen pushen. Bin mega happy. Ja, da gehen wir zum zweitplatzierten Christian. Auch ein tolles Rennen von dir. Und es war richtig heiß heute. Ja, war auf jeden Fall warm. Aber man fährt ja meist ein bisschen kürzer als gewohnt. Und die Strecke war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht im zweiten Lauf. Und Start hat auch gepasst diesmal. Konnte mich in der ersten Runde recht gut durchschlängeln und dann schön meinen zweiten Platz verwalten. Ja, wir gratulieren. Ersten, zweiten und jetzt kommen wir zum dritten. Zum Manuel Geiger. Zu Hause. Tolles Rennen. B3, bist du zufrieden? Ja, bin zufrieden. Start war gut, aber in der ersten Runde brutal Probleme gehabt zum Vorko, wieder zu wenig aggressiv einfach. Und dann der Christian und der Marco sind gleich weg gewesen. Und dann habe ich einfach probiert, meinen Renner wieder zu fahren, auf Platz 3. Schade für den Lionel. Habe immer gewartet, bis er kommt hinten, aber ist nicht mehr gekommen. Und ja, locker meinen Renner fertig gefahren. Passt. Wir hoffentlich sehen uns das nächste Mal auch wieder hier in Möckers, Marco. Auf jeden Fall, ich werde beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ja, mein kleiner Bruder ist jetzt gerade am Fahren. Jetzt bin ich ein bisschen am Unterstützen und ja, er macht's gut. Servus, grüß euch. Grüß euch, ich auch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.